Alfa Romeo Racing konnte bisher einen Konstrukteurstitel holen. In der allerersten Saison der Liga 3 wurde man 10. In der zweiten wurde man 6. Und in der dritten fiel man wieder auf Platz 8 zurück. In der vierten Saison konnte man Platz 6 holen, bevor man in der fünften Saison auf Platz 9 zurückfällt und letzte Saison die große Überraschung mit dem Konstrukteurstitel. Kozaev wurde letzte Saison 5. im McLaren und konnte einen Sieg feiern. Natürlich würde er das mit Alfa Romeo wiederholen. UFL Sainz wurde letzte Saison 6. und kommt ebenfalls von McLaren. Er stand 5-mal auf dem Podium mit Platz 3. Das Ziel ist es, sich vorn zu etablieren, um Podesto zu holen. Wenn das klappt, hofft man sich wieder, um in die Top 3 zu kommen. AlphaTauri konnte bisher 2 Fahrertitel und einen Konstrukteurstitel gewinnen. In der ersten Saison startete man Platz 9, bevor man auf Platz 7 stieg. In der dritten Saison, noch als Toro Rosso, holte man beide Titel. In der vierten Saison fiel man auf Platz 3 zurück und in der fünften Saison sogar auf Platz 5. Und als AlphaTauri konnte man letzte Saison Platz 2 holen und den Fahrertitel. Nornoob 2405 wurde letzte Saison 26. und kommt von Renault. Leider gelang ihm kein Platz in den Punkten. Lucky Luca 1506 wurde letzte Saison 9. und kommt von Mercedes. Sein bestes Ergebnis war ein 2. Platz, den er letzte Saison holen konnte. Das Ziel ist es, erstmal das Fahrverhalten des Autos zu verbessern und so viele Punkte wie möglich zu holen. Dann ist Platz 6 als realistisches Ziel erreichbar. McLaren konnte noch keinen einzigen Titel holen. Man startete mit Platz 8 in die UFL, dann wurde man 9. und in der dritten Saison wurde man 7. In Saison 4 erreichte man dann Platz 5, bevor es in der 5. Saison auf Platz 6 zurückging und letzte Saison konnte man sich endlich in die Top 3 fahren. Der Little Johnny feiert sein Comeback und hat die Pause gut erholsam genossen. Nun ist er Stammfahrer und will viele Punkte holen. Chrismatic wurde letzte Saison 10. und kommt von Team Ferrari. Letzte Saison konnte er einen Sieg feiern. Das Ziel ist es, so viele Podeste wie möglich zu holen und auch so viele Punkte natürlich. Und wenn das erreicht wird, ist ein Top-3-Ergebnis auf jeden Fall machbar. Williams konnte bisher einen Fahrertitel holen. In den ersten 3 Saisons konnte das Team jeweils Platz 3 in der Konstrukteurswertung holen. In Saison 4 gelang dann der große Erfolg mit Platz 2 in der Teamtabelle und dem ersten Fahrertitel. In Saison 5 wurde man 3. und in der abgelaufenen Saison konnte man sich Platz 4 holen. Sir Saftsack wurde letzte Saison 4. und kommt von Renault. Er konnte 2 Siege letzte Saison feiern. Killer Elektrode wurde letzte Saison 15. und kommt vom Team Red Bull. Er konnte kein Podest holen, aber sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz. Das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen und ein paar Siege, wenn es möglich ist. Und dann ist ein Platz unter den Top 3 möglich. Renault konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison konnte man sich Platz 6 holen, in der zweiten konnte man sich Platz 4 holen und in der dritten Saison fiel man auf Platz 9 zurück. In der vierten Saison holt man wieder Platz 4, in der fünften Saison den letzten Platz und in der siebten Saison und letzten Saison holt man sich wieder Platz 5. Prinz Binz wurde letzte Saison 11. und kommt von Mercedes. Er konnte einen 2. Platz letzte Saison als bestes Ergebnis holen. Ofig 2006 wurde letzte Saison 18. und freut sich natürlich jetzt endlich Stammfahrer zu sein. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz. Das Ziel ist es, nächste Saison zu überraschen und wenn es geht, unter die Top 5 zu kommen, vielleicht sogar noch besser. Und mit guten Ergebnissen sollte es auf jeden Fall dann möglich sein.
Mercedes konnte bisher noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison holte man bisher das beste Ergebnis mit Platz 4. In der zweiten Saison wurde man Letzter und in der dritten Saison konnte man sich Platz 6 holen. In der vierten Saison wurde man dann Siebter, genauso wie in der fünften Saison. In der abgelaufenen Saison wurde man wieder Sechster. Dave Businessman wurde letzte Saison 13. und kommt vom Team Racing Point. Er konnte zur großen Überraschung einen Sieg letzte Saison feiern. Gibbs wurde letzte Saison 14. und kommt vom Team Williams. Sein bestes Ergebnis war ein zweiter Platz. Das Ziel ist es, das Fahrverhalten des Autos zu verbessern. Man hatte ein paar Probleme in manchen Kurven. Man möchte natürlich um vordere Plätze kämpfen und sich unter die Top 5 verbessern. Racing Point konnte bisher einen Konstrukteurstitel gewinnen, das gleich in der ersten Saison. In der zweiten Saison fiel man auf Platz 5 zurück und in der Saison 3 sogar auf den letzten Platz. Den behielt man sogar auch in Saison 4, bevor man in der fünften Saison auf Platz 2 nach oben schoss und in der letzten Saison holte man dann nur Platz 7. Ibiza 87 wurde letzte Saison 19. und bleibt im Team. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz, knapp am Podest gescheitert. Fuchs wurde letzte Saison 20. und kommt vom Team Haas. Da Haas nicht so gut war, konnte er gerade mal einen 8. Platz holen. Das Ziel ist es, Punkte zu holen und das Auto stetig zu verbessern. Dann ist wieder Platz 7 drin, vielleicht sogar mehr. Red Bull konnte bisher 2 Fahrertitel und 3 Teamtitel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 7., bevor man in der zweiten Saison beide Titel das erste Mal gewann. In der dritten Saison fiel man auf Platz 4 wieder zurück. In Saison 4 konnte man dann seinen 2. Konstrukteurstitel feiern und in der 5. Saison den Titel sogar verteidigen und dazu den Fahrertitel holen. Letzte Saison reicht es nur für Platz 8. Jobcenter.de 2 wurde letzte Saison 28. und freut sich natürlich jetzt Stammfahrer zu sein. Es gelang ihm leider nicht, einen einzigen Punkt letzte Saison zu holen. Timo wurde letzte Saison 27. und ist natürlich auch froh, Stammfahrer bei Red Bull zu sein. Auch ihm gelang es letzte Saison nicht, einmal in die Punkte zu fahren. Das Ziel ist es, die Fahrer sich erstmal an das Auto und das Team zu gewöhnen und dann so viele Punkte zu holen wie möglich und am Ende irgendwie um Platz 6 zu fighten. Haas konnte bisher noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison wurde man 5., dann ist man auf Platz 8 zurückgefallen und in der dritten Saison konnte man sich wieder Platz 5 holen. In Saison 4 wurde man dann wieder 8. und in der 5. Saison konnte man sich wieder auf Platz 4 steigern. In der abgelaufenen Saison wurde man 9. Jan FCB 98 wurde letzte Saison 7. und kommt vom Team Alfa Romeo. Er stand zweimal mit Platz 2 als bestes Ergebnis da. Paslo wurde letzte Saison 8. und kommt vom Team Mercedes. Auch er konnte als bestes Ergebnis zweimal einen 2. Platz feiern. Das Ziel ist es, so viele Punkte und Podeste zu holen, wie es nur geht. Wenn das wirklich gelingt, ist ein Top-3-Ergebnis sogar möglich. Ferrari konnte bisher einen einzigen Fahrertitel feiern und das gleich in der ersten Saison. In den ersten 3 Saisons konnte man aber jeweils Platz 2 in der Teamwertung holen. In der 4. Saison ging es dann bergab. Man wurde 9. in der Saison 4. In der 5. Saison wurde man 8. und in der abgelaufenen Saison sogar Letzter, was überhaupt nicht zufriedenstellend für das Team ist. Vector Christ wurde letzte Saison 3. und kommt von Team Williams. Zweimal konnte er letzte Saison ein Rennen gewinnen. XG wurde letzte Saison Vizemeister in Liga 3 und kommt vom Alfa Romeo. Viermal war er letzte Saison erfolgreich. Das Ziel ist es, das Fahrzeug zu verbessern, um weiterhin konstant gute Leistung zu bringen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Dann sollte man sich ungefähr um die Top 5 bemühen.